Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Dorp de Mi. Und ja Leute, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschlafen. Und zwar sehen wir hier links, Leute, das Japan-Egg kommt schon in einem Tag. Also eigentlich schon morgen, Leute. Und wer hat davon erst gerade mitbekommen? Ich. Ja Leute, ich habe es gerade zum ersten Mal gesehen, dass wir ein neues Egg in der Nursery bekommen werden, Leute. Wenn wir dort mal uns hin teleportieren, Leute, werden wir schon feststellen, oh mein Gott, hier ist ein Countdown und dieser endet schon in einem Tag. Ja, Leute, das Woodland Egg wird ersetzt. Wir bekommen jetzt ein neues Egg und zwar das Japan Egg, Leute. Und das ist mega, mega, mega cool. Das kommt, ja, schon morgen oder vielleicht sogar heute, wenn du dieses Video siehst. Ich werde selbstverständlich ganz viele Videos darüber machen. Das heißt, abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke, um diese Videos nicht zu verpassen. Und benutze gerne Starcode Jojo für Studio Robux oder Robux Premium. Eigentlich würde ich sagen, dass du ein Video einen Daumen nach oben geben sollst. Ich bin schon ein bisschen müde. Vergib mir an der Stelle ein bisschen. Ich habe die Information gerade gesehen und dachte, Leute, da muss unbedingt ein Video kommen, weil ich kann euch doch nicht ohne Video lassen, Leute. Ihr müsst Bescheid wissen und ich als Adopt-Me-YouTuber muss euch auf jeden Fall Bescheid geben, Leute. Aber like doch gerne das Video und schreibt mir in die Kommentare, wie schnell, Leute, beziehungsweise findest du es cool, dass jetzt schon ein neues Egg kommt, weil, Leute, das Wooden Egg wurde ja quasi ziemlich, ziemlich schnell ersetzt. Es ist ja gefühlt erst gestern gewesen, als das Wooden Egg hier in die Gumball-Maschine reingekommen ist und jetzt verschwindet es schon raus, Leute. Jetzt verschwindet dieses Egg schon. Ja, hier haben wir es, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate es sind. Ich werde es euch hier mal einblenden, Leute. Es sind auf jeden Fall jetzt nicht so viele, also es kommt mir nicht so lang vor, zumindest, Leute. Ja, Leute, ihr habt ja gerade die eingeblendete Zahl gesehen. Und ich bin euch ehrlich, diese 6 Monate sind einfach geflogen, Leute. Für mich sind sie einfach geflogen. Es kam mir wirklich so vor, als ob das Woodland Egg nur für 2 Monate draußen ist. Es ist allerdings schon für 6 Monate, also für ein halbes Jahr draußen, was ja ein komplett normaler Rhythmus ist. Das heißt, ja, es ist jetzt berechtigt, dass das neue Egg kommt. Es war nicht irgendwie zu früh oder so. Es ist alles gut, Leute. Aber oh mein Gott, wie schnell ist die Zeit bitte geflogen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und ja, dieses Egg wird ersetzt durch das Japan-Egg. Und Leute, wie ihr wisst, bin ich ein riesengroßer Anime-Fan. Und ja, Animes sind halt aus Japan und deshalb könnte ich mir dementsprechend vorstellen, dass eventuell ein paar Pets reinkommen, die richtig, richtig cool sind. Ich werde euch auch gleich schon 5 bzw. sogar schon 6 Pets zeigen. Von insgesamt, glaube ich, 13 bis 14 Pets, die hier reinkommen werden. Werde ich euch schon 6 Pets zeigen können, Leute. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, Leute, ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Ja Leute, wir bekommen 12 bis 14 neue Pets im Japan-Egg und zwar schon morgen. Und ich kann euch 6 davon schon zeigen. Und zwar die ersten Leute, holen wir uns mal unser Arctic Randy, Leute. Ne, wobei, holen wir uns, oh, holen wir unseren Batrang raus, oder? Holen wir unseren Batrang raus? Ja Leute, wir holen unseren Batrang raus. Oder haben wir hier, ne Leute, wir holen uns einen Flyride Dodo raus. Ja, Leute, der hat kein Ding über seinem Kopf, das war mir gerade wichtig. Und jetzt können wir nach oben fliegen, Leute, und hier haben wir schon mal 2 der, ja, der neuen Pets aus dem Japan-Egg, Leute. Und zwar einmal so einen coolen Heini hier, den kenne ich nicht aus Anime, Leute, aber, ja gut, das, Japan hat ja nicht alles mit Anime zu tun, aber ich fände schon cool, wenn auf jeden Fall irgendein Anime-Pet in das Egg reinkommt, Leute. Feiert ihr Anime? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, lasst einen Daumen nach oben da, aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr Anime mögt oder nicht. Und wenn ja, welcher ist euer Lieblings-Anime? Und hier haben wir noch einen weiteren, Leute. Ich finde leider schade, dass sie sich sehr, sehr ähnlich sehen, sage ich mal. Aber die Pets, die euch gleich zeigen werden, sehen sich auf jeden Fall nicht ähnlich. Aber hier haben wir schon mal 2 Leute. Sehr wahrscheinlich wird sogar einer von den beiden sagenhaft sein, weil normalerweise ist immer einer von den beiden, die hier oben hängen, immer sagenhaft gewesen. Und deshalb wird wahrscheinlich einer von den beiden sagenhaft sein. Ich finde den hier ein bisschen cooler irgendwie, weil er sieht irgendwie mehr neu aus als er hier. Ich weiß nicht, Leute. Aber was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt zeige ich noch 4 weitere Pets, die wir auf jeden Fall bestätigt in das neue Japan-Egg, Leute. Japan, also ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit, Leute, weil wir kriegen aber ein neues Egg nach, ja, also das Woodland Egg ist ja gar nicht mal so lange da, Leute. Und wir kriegen jetzt ein neues Egg und ich dachte, es kommt irgendwie das Haustier-Egg oder so oder das Mond-Egg, aber wir kriegen ein Japan-Egg? Ich meine, Leute, seid mal ehrlich mit euch. Habt ihr wirklich damit gerechnet, dass wir ein Japan-Egg als nächstes bekommen? Also ich find's cool, versteht mich nicht falsch, aber ich find's halt irgendwie ein bisschen lustig auf jeden Fall, dass wir jetzt ein Japan-Egg bekommen, weil weiß nicht, Leute. Kommt das, wird das gut ankommen oder nicht, Leute? Weil Japan, damit kann halt nicht jeder irgendwas anfangen. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Und ja, ich auf jeden Fall schon, deshalb freue ich mich. Und jetzt schauen wir uns die weiteren 4 neuen Pets an. Ja, Leute, auf jeden Fall können wir hier auf dem Thumbnail von Adopt Me erkennen, wo es auch mit dem Countdown ist, Leute. Können wir hier erkennen, Leute, eine Schnecke. Das heißt, wir bekommen eine Schnecke. Und ja, Leute, eine Schnecke haben wir tatsächlich noch nicht in Adopt Me. Das heißt, ja, wäre auf jeden Fall ganz cool, Leute. Habe ich wirklich nicht daran gedacht, dass wir wirklich keine Schnecke in Adopt Me haben. Aber, Leute, finde ich cool. Nehme ich mit. Nehmen wir.
holen wir rein ins Spiel, Leute. Bin ich sehr gespannt darauf, die Schnecke. Und jetzt kommen noch, ja, drei weitere. Dann haben wir hier einmal, Leute, den Tanuki. Und oh mein Gott, ist der süß, Leute. Das ist einer meiner Lieblings, von denen ich hier bis jetzt gesehen habe, Leute. Erinnert mich so ein bisschen an Schlepp und Nepp aus Animal Crossing, falls ihr das Spiel kennt. Also ich denke mal, die meisten von euch werden es kennen, aber Leute, er ist aber mega süß. Also den finde ich cool. Den finde ich cool. Ich denke mal, er wird vielleicht sogar Common sein. Aber das werden wir sehen, Leute. Vielleicht ist er auch sagenhaft. Man weiß nur nicht, Leute. Dann haben wir hier einen Koi Carp. Habe ich auch schon gedacht, Leute, haben wir jetzt Carpador in Adopi drin. Wobei, nee, es ist eher, es ist nicht Carpador, Leute. Es sieht so aus wie ein anderes Pokémon. Ah, ich weiß nur gerade nicht, wie es heißt, Leute. Ich werde es euch hier einblenden, wenn ich es finde. Dieses Pokémon jedenfalls, das meine ich gerade, Leute. Dieses Pokémon meine ich. Sieht auf jeden Fall so ähnlich aus. Und, ja, finde ich auch ein cooles Pet, Leute. Ist halt ein Fisch. Wie auch immer, also wie groß das Ding werden muss, wenn man darauf fliegen oder reiten will, weiß ich nicht. Aber wir werden es herausfinden, Leute. Und zwar schon morgen oder heute sogar schon. Je nachdem, wann du dieses Video hier siehst. Und dann haben wir noch den Baku, Leute. Und oh mein Gott. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der sagenhaft werden muss. Schaut euch diesen... Das ist kein Elefant. Das ist eher schon... Das ist eigentlich schon ein Mammut, Leute. Schaut euch diesen Mammut an. Der japanisch angehauchte Mammut mit grünem Fell, sag ich mal. Beziehungsweise, nee, das ist grüne Hautfarbe und orangenem Fell. Ich bin sehr gespannt, wie der in Neon aussieht, Leute. Ich glaube, der in Neon könnte richtig, richtig, richtig krass sein. Ja, auf jeden Fall, Leute, waren das die 6 neuen Pets, die ich euch zeigen konnte. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wie gesagt, ich werde sehr viele Videos über das Japan-Eck machen. Vielleicht sogar einen Livestream, wo wir das Ganze anzocken, austesten und ja, öffnen und so weiter und so fort, Leute. Ich finde es halt irgendwie krass, dass das Woodland-Eck so schnell ersetzt worden ist. Also ich finde, die hätten vielleicht sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Ich habe das Woodland-Eck jetzt zwar selber nicht mehr geöffnet, aber ich sag mal so. Hätten sie vielleicht irgendwas anderes machen können. Wobei, Leute, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde es cool, weil das Wunderleck ist langsam ja auch schon wieder ausgelutscht, sag ich mal. Jetzt kommt wieder was Neues und ich freue mich mega drauf, Leute. Ich freue mich sehr. Und dass der Countdown aber nur so kurz ist, Leute. Es wird vor kurzem angekündigt, sonst hätte ich irgendwie mitbekommen. Aber irgendwie habe ich es gerade erst mitbekommen, Leute. Und ja, das Japan-Egg, Leute. Das Japan-Egg. Ich bin mega, mega gespannt. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Und abonniert den Kanal. Und aktiviert auch im Kanal, einen coolen Roblox-Videos mit zu passen. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!